Na, habt ihr schon verdaut, dass ich meine wertvolle Blubstrahl-TM an einen Pokémon verschwendet habe mit niedrigem Spezialangriffswert? Wisst ihr was, dafür lasse ich mich jetzt mal verprügeln hier. Verrügeln? Sozusagen. Hi, Rügel! Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue, starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Rügel. Oh, du willst das gar nicht wissen. Denn von Rügel gibt es jetzt Brügel. Bratze männlich. Tauboga. Ui, du hast dein Taubsi konsequent weiter trainiert. Das kann ich nicht behaupten. So, Bibi. Tut mir so leid. Probieren wir es mal mit dem Gesang. Oh Gott, es sei denn, der Windstoß tötet uns. Oh, das war viel mehr, als ich dachte. Pomelo. Sehr schön. Und damit können wir nun Hakien... Nee, nicht Hakien, hier einen Arschkeks einsetzen. In der Hoffnung, dass Tauboga nicht sofort wieder aufwacht. Ja, sehr gut. Der engelsgleiche Gesang von Bibi Heinicke. Tauboga. Manchmal muss man euch auch mal ärgern dürfen. Es tut mir leid. Ich ärgere euch auch so gern zwischendurch. Nicht, dass ihr es verdient hättet oder so, aber es macht halt irgendwie einfach Spaß. So, okay. Tauboga wäre weg. Und das ist, glaube ich, auch schon so mit das Schlimmste, was er hat. Und ein Level. Wap, bap. Und ebenfalls ein Level für Arschkekser. Das hat sich doch voll gelohnt jetzt hier. Aber jetzt kommt Abra. Und Abra ist ein gutes Stichwort für diesen Part. Das kann ich jetzt schon verraten. So, wir nehmen mal Steiner. Dessen Angriff Befehl war. Na? Denn er hat eine neue Attacke am Stissel, nämlich den Steinwurf. Der trifft zwar nur alle. Warum? Warum willst du dich wegteleporten? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gelegt. Tja, was hast du jetzt davon? Erschlagen. Radfratz gegen meinen Steiner, da brauche ich das Pokémon noch gar nicht wechseln. Yes. So, komm, noch ein Steinwurf hinterher. Wenn er nicht gerade Hyperzahn macht, mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken, dass wir das hier verlieren könnten gegen Radfratz. So, das nächste. Tackeln wir, weil es ist natürlich schon so, Steinwurf ist nicht unbedingt besonders treffsicher. Deswegen kann man den Rest ruhig mal mit Tackle machen. Und ein weiteres Level. Ja, das geht ja Schlag auf Schlag hier. Und jetzt kommt Glumanda und das ist erst recht ein Fall für Steiner. Dafür habe ich ihn mitgenommen, weil sein Steinwurf ist sehr effektiv. Sofern er trifft. Warten wir es mal ab. Ja! Wundervoll. Sein Starter-Pokémon gewonnen-hittet. Tja. Das lief nicht besonders für dich, Bratze männlich. Hey, schon gut, du hast gewonnen. Mehr hast du dazu nicht zu sagen, was? Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Und noch was anderes, diese perverse Drecks. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gebracht. Bill! Ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Cheerio. Alles klar, Surfing USA. Na, na, na. So, jetzt wollen wir über die Brücke. Die dürfen wir noch machen. Und das wird jetzt wieder ein reiner Trainer-Part werden. Schaut ihr soweit noch ganz gut für uns aus. Wir werden trotzdem mal den Platz wechseln. Wir setzen mal unseren Konsolenfalken an den Anfang und gucken mal, was das hier ist. Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Ich weiß ja nicht, das ist so...
Mal gucken. Erst mal gucken, was du so zu bieten hast. Vielleicht wird mir ja langweilig hier. Ein Raupi. Wir haben schon zwei Orden und du kommst mir immer noch mit einem Raupi. Warum ist der Raupi überhaupt noch nicht entwickelt? Das könnte schon ein Smetbo sein. Ja, Schnabel und gut ist. Da wird mal eben aufgemampft. Schön. Oh mein Gott. Komm, ist das echt dein Ernst? Es gibt 150 Pokémon. Und bis zur zweiten Arena schmeißt ihr mir immer nur Raupis und Hornlius entgegen. Meine Güte. Gut. Der Konsolenfalke hat gewonnen. Natürlich bin ich gut. So, mal gucken, was diese Göre hier so bieten hat. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich eine Göre, oder? Ibims Nummer 2. We are number 1. We are number 2. Do. We are number 9. And number 9 large. Okay, es ist tatsächlich eine Göre. Und das ist ein Taubsi. Aber mal ehrlich, warum sollte ein Falke gegen so ein lächerliches Täubchen verlieren? Oh, deshalb. Verstehe. Macht Sinn? Ey. Ich glaube, es wird mal Zeit für Furienschlag. Ja. Okay, Nidoran weiblich. Auch da könnten wir mal das Pokémon wechseln und wechseln auf... Es musste kommen, oder? Wer ist besser, der König oder die Königin? How can we Kampf help? Der Geschlechter. Oh meine Güte. Ach ja. Ist das eigentlich ein männliches Nidoran weiblich oder ein weibliches Nidoran weiblich? Das weiß man in der Pokémon-Welt nicht so genau. Aber so wie es aussieht... Ruled Hakinien das. Yeah. Ho, ho, ho. Schön, schön. 177 Hau und ein Level. Ho. Das ist doch cool. Rügel besiegt Göre. Wie konnte ich verlieren? Rügel gewinnt 210 Poké-Dollar. Hey, Hakinien entwickelt sich. Oh mein Gott, er wird zu. Dinner. Hakinien wurde zu Nido. Rino. Sensationell. Unser König hat sich jetzt schon weiterentwickelt. Cool. So, setzen wir Blumion in den Anfang und machen Nummer 3. Ach, wirklich? Muss das sein? Oh, mal wieder einer, der am Tee nagt. Das ist doch unfassbar. Holt euch neue Pokémon. Da unten gibt es einen Sander anzufangen. Tatsächlich, das zeige ich euch noch. wirklich? Vielleicht brauchst du gar kein neues Pokémon. Vielleicht ist dein Radfass ja super stark. Naja. Regelsam. Oh. Ja, das kann auch... Oh. Alter, du hast ein Starmie besiegt. Da wirst du da wohl gegen Level 14 der Radfratz fertig. Meine Güte. So, Rettern. Da ich nicht mehr zu Rettern bin, setzen wir unser neues Nidorino mal ein. Der ist ja wenigstens nicht zu vergiften. Hi, Boy. Boah, guckt euch das an. Wahnsinn. Jetzt ist es wirklich ein König. Das wird dir nichts nützen. Es hätte nur was entwickelt und das wäre ziemlich nervig. Also lass es bitte. Tschüss. Yeah. Zubat. Too bad. Too bad. Gott, ich habe immer noch ein Trauma von dir wegen dem Mondberg. Verschwinde lieber und zwar ganz fix. Tschüss. Oi. Ah, schön, schön. Du alter Blutsauger, du.
Ja, Ruckzuckhieb und gut ist. Ja, als ob ich den Ruckzuckhieb brauche. Wenn er paralysiert ist, bin ich sowieso immer als erstes dran. Aber egal. Nummer 3 ist besiegt. Ah, eiskalt erwischt. Das ist ja Eis. Herr Lustig. Ich bin Nummer 4. Und du hättest nicht mit dieser Stimme bei mir gerechnet. Wirst du müde? Komm, schlaf ein. Naja, ich sag mal so, ihr habt immer nur ein oder zwei Pokémon dabei. Warum sollte ich da müde werden? Ich habe 6 Pokémon, ich kann immer noch wechseln, wenn ich keinen Bock mehr hab. Nur Giftpuder. Es tut mir so leid, Göre. Das kann man ja mal machen. Ja, das Gift wird dich langsam verrotten lassen. Also ich würde es mir überlegen, ob ich nicht vielleicht was Nützlicheres einsetze als ein bisschen Sandwirbel. Ah, hier bin ich wieder. Oh. Das ist jetzt allerdings schlecht. Weil das wird jetzt wahrscheinlich kaum noch treffen. Ich probiere es trotzdem mal. Ja, es trifft sogar. Wahnsinn. Die Attacke ist sehr effektiv und damit ist Taubsi besiegt. Wundervoll. Nidoran weiblich. Wir wechseln das Pokémon und setzen ein. Wen setzen wir ein? Natürlich. Wieder mal Kampf der Geschlecht. Aber beide Level 16. Du könntest bereits eine Nidorinar sein, wenn du wolltest. Bist du aber nicht. Also werde ich das hier mal ruckzuck erledigen. Dauert keine 5 Minuten. Rubbel die Katz sozusagen. Wie Piccolo einst sagte. So. Ja. Heul doch. Ja, heul doch. Eieieiei. Ja, Giftstachel ist das allerletzte, was du einsetzen sollst. Hornattacke, komm. Tschüss. Ja, ho, ho, ho. Ein harter Kampf, aber Hakimien hat natürlich gewonnen. Gegen Zelda? Er hat gegen Zelda gekämpft. So, wir gehen nicht ins Pokémon Center. Warum sollte ich das tun? Wir setzen Arschkeks an den Anfang. Und probieren es, ob wir den letzten auch so schlagen. Auch wenn es vielleicht riskant. Ich bin der krummelige Troll, unter der Brücke leb ich. Hey, bin der krummelige Troll, unter der Brücke leb ich. Wer da? Wollt ihr über die Brücke? Müsst ihr nur das eine tun, müsst ihr nur das eine tun. Löst mein Rätsel. Oh Gott. Nein. Ein pfadiger Finder. Er hat nur ein Pokémon. Und das ist ein verdammt starkes. Ist es ein Mankey? Und deswegen gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Mankey hat schon was auf dem Kasten. Der Karateschlag, ihr seht es, haut die härtesten Arschkekse um. Aber mit einem weiteren Donnerschock sollten wir es fast. Oh, wir haben es sogar. Es war noch ein Volltreffer. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Das hätte ich nicht erwartet. Das war zu viel des Guten. Lief nicht besonders. Ich habe alles gegeben. Ich schäme mich nicht. Ja, du hättest vielleicht mehr als ein Pokémon fangen sollen. Und wenn du schon nur eins hast, es vielleicht ein bisschen besser trainieren sollen. Nur so ein Tipp. Unter Tipps für Trainer. Aber da oben, da steht ja noch einer. Kommen wir an dem einfach so vorbei? Herzlichen Glühstrumpf. Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Nugget. Möchtest du Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für delightfully devilische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Wieso gehörst du zu Team Rocket? Du siehst überhaupt nicht so aus. Ja, du kannst dieses Angebot nicht ablehnen. Du machst mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann. So.
Wie viele Poké-Dollar springen denn dabei rum? Kriege ich ein neues Fahrrad? Nicht? Zwicht. Los, Arschkeks. Paralysiere ihn. Was hat er davon? So. Oh nein. Oh Gott. Oh crap. Steiner! Das ist ein Angriff für dich. Ein Fall für dich. Gut, nicht vergiftet. Das ist das Wichtigste. Oh, der Steinwurf ging daneben. Aber seine Attacke schlug auch fehl. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Alles im rot-blauen Bereich. Och nee. Och nö. Och, ich hasse dich. Oh, ich hasse dich so richtig. Es sollte ein kurzer Part werden. Jetzt macht Wickel meine Pläne zunichte. Tschüss. Hooray! Zubat im Kampf. So. Sollte klappen. Machen wir locker floggisch vom Hocker. Oh, Blutsauger. Oh nein, bitte saug mir nicht all mein Blut aus. Oh, Volltreffer. Okay, ist ja gut. Huiuiui. Tschüss. Ja, yeah, geschafft. Arg, du bist gut. Tja, was machst du jetzt dagegen? Bei deinem Können würdest du im Team Rocket gleich die rechte Hand vom Boss. Ja. Ich würde der Boss werden. So. Weitere Duelle folgen dann wohl im nächsten Part. Ich lasse mich jetzt erstmal wieder heilen. Wir haben viel geschafft. Nicht. Aber wir haben zumindest die Nuggetbrücke hinter uns. Und Gary fertig gemacht. Damit bin ich doch zufrieden. Oder bin ich vielleicht doch noch nicht zufrieden? Nein, ich will noch ein ganz bestimmtes Pokémon. Und das, Leute, das seht ihr gleich. Ich will mir noch ein Pokémon sammeln. Erstmal nehmen wir das hier oben natürlich noch mit. Eine TM liegt einfach so auf der Straße rum. Sollen wir sie Bibi geben? Okay. Donnerwelle. Donnerwetter. Ja, können wir sogar tatsächlich. Arschkeks braucht das nicht. Nein, keine Sorge. Keine Sorge. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir machen etwas anderes. Ganz wichtig. Diesen Typen hier ignorieren wir erstmal. Von dem will ich noch überhaupt gar nichts wissen. Aber ich will etwas von einem anderen Pokémon wissen. Nicht von Raupi. Das ist jetzt eher so nicht mein Begehr. Wir gucken nach einem anderen Pokémon. Und zwar, Leute, nach diesem hier. Nach Abra. Und da probieren wir jetzt einfach mal das Folgende. Wir gucken mal, ob wir es paralysieren können. Und er ist tatsächlich paralysiert. Perfekt. Wir setzen einen Pokéball ein. Und hoffen, dass es ausreicht. Ja! Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass das beim ersten Versuch klappt. Wir haben Abra gefangen. Wahnsinn. Das hat echt funktioniert. Dieses Pokémon kann Gedanken lesen. Droht ihm Gefahr, so teleportiert es sich in Sicherheit. Möchtest du Abra einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich, in Anlehnung an mein altes Pokémon-Display damals, an das Freegamer mit Keanu und mit Ryu, darf es natürlich nur einen Namen tragen, nämlich Uri. Habe ich gerade wieder die Speed-Up-Taste verwendet? Ich werde mal überlegen, ob Uri Geller... würde sogar hinpassen.
Ja, würde hinpassen, aber... Nee, irgendwie finde ich nur Uri dann doch besser. Ich weiß auch nicht. Ich nenne ihn Uri. Den will ich nämlich auf jeden Fall mitnehmen. So. Wichtig ist jetzt, dass wir den Trainer da oben jetzt erstmal noch nicht treffen, weil wir haben Abra noch nicht im Team. Abra ist wichtig. Los, Arschkeks. Abra ist sehr, sehr wichtig für meinen Plan, den ich dann im nächsten Part durchführen werde. Ihr ahnt es, also Pokémon-Experten unter euch werden bereits ahnen, was es für ein delightfully devilischer Plan ist. Wir werden ihn im nächsten Part ausführen. Und ich hoffe, alles wird gut gehen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon irgendeinen Fehler gemacht. Aber es dürfte eigentlich nicht so sein. Okay. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ne, halt, wir nehmen Abra noch mit. Entschuldigt, Uri nehmen wir noch mit. Und... wir legen wir dafür ab? Das ist jetzt schwierig. Oh, das ist so eine schwierige Entscheidung. Erstmal mit dem Konsolenfalken weg, würde ich sagen. So leid mir das tut. Aber du kommst wieder. Du kommst definitiv wieder. Und dann nehmen wir Uri einfach mal mit. Gut. Uri, wie gesagt, werden wir brauchen. Aber das, Leute, werdet ihr im nächsten Part feststellen. Also bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.